Was geht, liebe Mithumans? Gesegnet sei euer heiliger Tag und eure heilige Anwesenheit hier in unserem äußerst heiligen Let's Play auf meinem Kanal. Na, ich würde behaupten, die Mission ist weitestgehend klar. Wir grinden hier noch etwas weiter. Das füllt sich zunehmend und das ist klasse. Genauso wollen wir das. Und dann wird die Party steigen, ne? 5 Leute in der Stärke trainieren, das kracht. Alle schon ordentlich ausgerüstet mit ihren Rucksäcken, ne? So muss das sein. Ich würde ganz gerne noch Gefangenschaft gehen. Und wir könnten tatsächlich, da wir jetzt ja nochmal ordentlich gebastelt haben, die letzte Episode in Bezug auf Forschung. Oh, Okran, bist du nochmal gewachsen? Nee. Bleibt am Boden. Warum denn das? Ist doch alles gut, oder? Bleibst am Boden in der Hoffnung keine... Hä? Warum ist das da... Naja, wird schon passen, ne? Du bleibst auf jeden Fall in der Nähe von Dardan. Ja, das ist gut. Dardan hat gerade allerdings nichts zu tun. Das ist jetzt erstmal, wie es ist. Lil Orkran, hast du genug zu essen? Nee, da geht mehr. Guck mal hier. Knallt immer wieder ordentlich was rein. Dann kannst du hier auch mal die Rucksäcke reinpacken. Alter, ja, stimmt. Geil, wir haben ja noch den Waldläufer hier. Wenn das irgendwann mal kickt, na, also wir den ordentlich mitnehmen und nutzen können, wird das auch richtig nice, sage ich euch. Oh ja, guck mal, die Generatorkerne hier haben wir ja ebenfalls noch. Das ist spitze. Die wiegen nämlich auch richtig viel. Dann können wir nachher ordentlich für Überlastung sorgen. Würde ich sagen, bauen wir hier direkt mal Gebäude. So, und jetzt gucken wir, jetzt haben wir hier ein Klohäuschen freigeschaltet. Das Käferhaus haben wir schon eins. L-Haus haben wir eins. Ein Langhaus, na, hat nicht so gut gepasst. Schneckenhaus finde ich immer noch ganz cool, muss ich sagen. Ich wäre aber dann tatsächlich, wir könnten gucken, Stationshaus finde ich zur Produktion eigentlich super nice, weil du ultra viel Platz hast und ich mag auch, dass du da vorne, man sieht das hier gerade ganz gut, diese Rampe hast gewissermaßen. Das finde ich ganz cool. Dann haben wir natürlich ein Stufenhaus, das wäre eine witzige Idee, finde ich, kommt auch immer ganz lässig. Oder wir könnten jetzt halt sagen, wir bauen noch einen Wachturm hierher, ne? Oder ein Y-Haus. Aber ich glaube, der Wachturm würde dann am meisten Sinn machen, ne? Würde hier auch eigentlich ganz gut reinpassen, wie ich finde. Oder? Das wäre doch cool. Ja, Safe Call, oder? Dann würde ich den allerdings ganz gerne so drehen, dass der Schnabel nach außen guckt. Das dürfen wir nur leider nicht. Doch, so dürften wir. Genau, einfach damit wir sagen können, ey... Der kann nach außen schießen, falls wir da irgendwann noch eine Mauer hinbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann können wir hier welche hinsetzen und die können dann darüber schießen, so. Genau. Ja, und dann würde ich auch sagen, das passt, oder? Dann könnte man hier theoretisch nochmal 2, 3 Felder hinsetzen. Hier unten eine Fuhre Landwirtschaft machen. Also für Landwirtschaft nochmal Lager reinmachen. Drüber vielleicht Gefangenschaft oder so, ne? Dann haben wir nochmal eine Etage und die Etage ganz oben. Also da könnte man einiges reinpacken. Ich würde sagen, das bauen wir auf. Der Pö regelt, ne? Lil Orkran, solange das läuft, kannst du auf jeden Fall dem Pö folgen. Das macht vermutlich dann am meisten Sinn. Leibwächter Pö, genau, du sollst ihm aber auch folgen. Okay, warum siehst du das nur ein, wenn man das hier macht? Das sieht Lil Orkran gerade so gar nicht ein. Warum bleibt der denn am Boden? Ja, normal eben, gell? Beweg dich mal wieder so. Und dann müsste das ja auch wieder funktionieren, oder? Ja, eben. Hier, guck mal. Na, kannst ja schön in der Nähe bleiben, genau. Und immer ein bisschen hin und her rennen. Das ist doch spitze. So wollen wir das. Okay, perfekt. 40, 100, 40. Das müsste mittlerweile eigentlich reichen, oder? Naja, so 250 wären, glaub ich, schon nice. Oder? Dass jeder so 50 mitnimmt. Dann jeder noch einen Generatorkern. Dann sind die ja eh schwer berüstet und so. Ich glaube, damit könnten wir ganz gut rankommen. So würde ich es jetzt erstmal angehen. Ne? Also ich glaube, das ist gerade die beste Idee. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich meine, die Leute, die das Eisenerz hier regeln, werden ja nicht langsamer. Ne? Die werden ja immer besser gewissermaßen. Ergo geht das immer schneller. Dr. Swift, wie sieht es bei dir eigentlich aus mittlerweile? Körperliche Arbeit 26... Ja, ah, schon okay. Double, wie sieht's bei dir aus? Werden da ordentlich... Ja, sie kommt bei den Rüstungsplatten auch nicht so ganz hinterher. Das ist aber voll okay.
Oh, hier ist bald mal wieder eins fertig. Sehr schön. Helme sind nochmal welche fertig geworden. Aber wieder nichts Meisterwerkiges dabei. Ne? Schade, schade, aber ist wie es ist. Darauf freue ich mich richtig. Ich hoffe, das wird ein Meisterwerk. Wie immer gewissermaßen, ne? Aber wie gesagt, bei den Sachen ist es halt immer besonders nice, wenn das dann, oh, 90er Rüssi-Schmiede bei 63%. Entsprechend müssten wir jetzt hier wirklich unsere 20% haben, oder? Ja. 21%. Stark. Ja, hey, nehme ich an. Gar kein Problem für mich. Alles klar. Das hier läuft zunehmend. Eisenplatten sind theoretisch auch am Start. Ist die Frage, wann der Pyrrhus einsieht. Kann uns aber auch gewissermaßen erstmal egal sein. Und dann kommt da oben natürlich erstmal ein cooler Crossbow drauf, ne? Wo ich dann theoretisch eher den Griffin abstellen würde, denn er ist ja mehr hier vor Ort, als das jetzt ein Hammett ist. Der steht hier ja gewissermaßen gerade nur, weil er eben auch einfach ein bisschen üben soll. Präzises Schießen nimmt man ja gewissermaßen auch für die Armbrüste mit. Und ich finde es auch ganz cool, wenn der hier ein bisschen Geschick mitnimmt, ne? Keine Frage. Alles klar. So, wie sieht's hier aus? Ja, ja, das wird zunehmend mehr. Sehr, sehr schön. Und der Bombingham kommt da mit einer so einer Maschine gar nicht hinterher, das aufzubrauchen. Das ist spitze. Oh Mann, Leute, ja, nice. Da habe ich richtig Bock drauf. Na, jetzt sind wir relativ nah dran an unserer nächsten Exkursion. Es wird immer mal wieder so Episoden geben, in denen wir so gewissermaßen das nächste Vorgehen vorbereiten. Die werden aber immer weniger, so wie das in Kenshi eben immer ist. Sobald wir immer mehr ein Squad zusammen haben, das sich eben sehen lassen kann. Klar, wenn wir neue Leute reinkriegen, müssen wir die eine Weile trainieren. Aber währenddessen kann ja trotzdem dieses Hauptsquad von 6 Leuten jetzt erstmal unterwegs sein, Abenteuer erleben und die Leute, die nachtrainiert werden, trainieren erstmal hier daheim nach. Ne? Bei allen guten Göttern. Hä? Und was wird hier gesagt? Bluthunde, heute ist mein verdammter Glückstag. Wer hat da so Bock? Wer hat da so Bock? Double? Okay, na, also law-konform weiß ich ja nicht. Aber du, wenn die Bock hat, Bluthunde zu metzeln, verflucht, was für eine Sauerei. Ich wäre überrascht, wenn du mit der Wunde die Nacht überstehst. Zu wem sagt er das? Ist Little Orkran, hat er so auf den Sack bekommen oder wie? Nö, alles gut eigentlich, ne? Das passt schon. Vielleicht redet er mit dem Bluthund. Ja, beziehungsweise mit den Raptoren. Die überleben hier bestimmt nichts, aber die werden natürlich auch immer gleich geschlachtet und entsprechend sind die natürlich auch direkt tot. Ja. So, Sim, wie sieht's aus? Okay. Drückt uns die Daumen. Oh ja. Hä? Ja. Nice, Alter. Das zweite Mal in Folge, dass wir da so Glück haben. Oder? Ja, ist schon so. Also, Bombingham. Was soll ich sagen? Gönn dir. So, und wer hatte jetzt hier noch Rang Standard? Genau, Niglish. Guck mal, dann kriegst du stattdessen schon mal einen Hochili reingedrückt. Klasse. So, alles klar. Ja, und wie sieht's hier mittlerweile aus? 50, 100, 60, 4. Ja. Ich glaube, wir legen los, oder? Ich glaube, wir legen los. So, macht ihr mal eure Aufgaben aus. Kommt mal hierher und sammelt euch da geschwind. Genau, Hammett, du auch. So, Barde. Gönn dir mal ordentlich, ne? Nimm mal 50 minus 9. So, und einen Generatorkern. So, dann nimmst du den so, weil dann überlastet er dich noch viel mehr. Bataille. Nimm mal die 9 und 100 minus alles gewissermaßen. So, na, dann hat er circa 40. Ein Generatorkern. Steckt dir das so rein. Perfekt. Bombingham. Du bist der Nächste. Gönnst dir 60. Pack mal ein paar weg. Gönnst dir einen Generatorkern und steckst den hier so rein. Dann wäre das eh nicht wichtig mit diesem Job, ne? Weil aus dem Rucksack, wenn er hier so drin liegt, können die das Eisen eh nicht zurück ins Lager bringen. Aber wir brauchen natürlich trotzdem eine Möglichkeit, dass die einander hinterherlaufen. Das müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie wir das gut eingefädelt bekommen. Aber an und für sich bin ich da guter Dinge. So, dann machen wir das hier mal wieder so. Knappe 50 beim Niglish. Ein Generatorkern. Rucksack ausziehen. Perfekt. Hammett, du nimmst den Rest.
Bei dir ist zum Beispiel besonders wichtig, dass du sehr überlastet bist, ne? Denn du bist mit am schlechtesten unterwegs, Stand jetzt, was die Stärke betrifft. So, Generatorkern, zack, rein und so. Dann müssen wir das wie folgt machen. Pass mal auf. Also, alle von euch folgen dem Barde. Und der Barde, der hebt Hammett auf. Naja, genau. Kann aber nichts aufheben, weil er natürlich, ne? Okay, Barde absetzen. Hammett aufheben. So. Dann Hammett folgen Barde. Barde, geh mal etwas. Und Barde, du hebst jetzt Hammett auf. Ah, geht nicht, weil Hammett natürlich auch ist Bescheid. Okay, dann flechten wir einfach noch Lil Ocran damit ein. Lil Ocran, du folgst auch dem Barde. Na? Bardili, genau. Und der Barde hebt Lil Ocran auf. Na, ich glaube, so klappt's noch nicht, oder? Nee, hat nicht geklappt. Okay, absetzen. Wir kriegen das irgendwie hin. Lil Ocran, du folgst dem Barden. Barde, latsch mal los. Vielleicht müssen wir erst warten, bis die sich so in ihre Struktur eingegliedert haben, wo die gehen. So, dann hebst du auf Lil Ocran. Ja, nee, es klappt so nicht, ne? Sehr schade. Wie kriegen wir das gut hin? Oh Mist. Ja, Barde, okay. Dann hebst du eben da was auf. Und der Barde folgt wiederum erstmal dem P, oder? Machen wir es so. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee, aber er muss halt vorher noch schnell das hier aufheben, ne? So, dann gucken wir mal. Jetzt folgt mal dem P. Eigentlich wäre es schon gut, wenn sie halt permanent unterwegs wären. Na, das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, Barde, dann machen wir das anders. Ich lenke euch manuell von A nach B. Schade, dass das mit dem Follow-up nicht so gut funktioniert. Ne? Das ist, weil die so langsam sind, gewissermaßen. Die laufen sich im Kreis hintereinander her. Das kriegt man bestimmt irgendwie hin, aber Stand jetzt passt das auch so. Zünden einen Ranchbanger und lassen die einfach erstmal von A nach B pilgern. So, dann gucken wir vielleicht noch geschwind rein. Barde 27, Bataille 32, kommt, wir schreiben uns das auch auf. Und dann gucken wir mal, wie viel wir diese Episode schaffen. Na, hier ist alles vollgeschwind. Hä, was habe ich denn hier für Flecken? Zahnpasta, oh Mann. Ja, die sieht man ja sogar in der Aufnahme. Ich schwöre, das ist Glitter. Ne? Ist gar keine Zahnpasta, ist Glitter. So, das kann hier weg. Guck mal, stellen wir da was drauf, dass das hier nicht rumfliegt. Also, der Barde. Na, hatte 27. Bataille ist bei, jetzt die Maus genau im Weg, 32. So, Bombingham, wie sieht's bei dir aus? 35, 34. Ja, und Hammett war 17, ne? 18, alles klar. So, dann gucken wir mal, ne? Wie wir da vom Fleck kommen. Das gute alte Bardili. Das wird eine coole Sache, Leute. Und derweilen können wir immer schauen, wir können die auch immer hierher latschen lassen, ne? Und derweilen einfach unseren Außenposten im Blick behalten. Schauen, was hier so abgeht, gewissermaßen. Ist hier denn? Nee. Alter, bei den Helmen haben wir ja echt überhaupt kein Glück, ne? Das ist schon echt verrückt. Dr. Swift? Du hast schon immer besonders viel Bock, dich da zu prügeln, ne? Also, das natürlich nicht lore-konform, aber, ne? Ist wie es ist. Kriegen die das hin ohne unsere Crew? Ja, das kriegen die schon irgendwie hin, oder? Ich mach mir da keinen Kopf, die kriegen das hin. Auch wenn Emu gerade ein bisschen bewusstlos rumliegt. Ja, spätestens der, Griffin haut die dann noch weg. Alles klar. Jetzt rennen sie dem einzelnen her, na, der beide Arme kaputt hat, dann rennen die immer weg. Schaut mal, wenn die beide Arme durch haben. Ja, dann können die gewissermaßen ja nicht kämpfen und entsprechend, ja, hauen die dann immer ab. Sind dann quasi im Ninja-Run, ne?
Ja, wisst, wie es ist. Das macht dann natürlich keinen Sinn, gewissermaßen denen nachzurennen, weil ja, beim Nachrennen trifft man seltenst wirklich gut. Aber guck mal, Griffin, du kannst auf den, der wegrobbt, noch schießen. Das ist durchaus, das machen wir so. Und falls der hier zu weit weg ist, kannst du auf den da schießen. So. Dann nehmen wir schnell den Barden und schicken den hierher. Und gucken mal beim Griffin rein. Ne? Reicht das schon nicht mehr? Na, er wird auf jeden Fall nicht auf den richtigen schießen, habe ich das Gefühl. Guck mal. Den hier sollst du beschießen. Das sieht er nicht ein. Er schießt auch auf den beidarmig gedamagten, ne? Wachturm fertig, sehr schön. Dann kommt hier natürlich eine befestigte Armbrust MK2 mit Licht drauf. Ja. Und auch hier, oder? Ja. Alles klar, Pearl, das kannst du mal aufbauen. Brauchst wahrscheinlich elektrische Komponenten für, oder? Mindestens mal eine oder so, ja. Haben wir denn da noch genug? Haben wir überhaupt noch welche bestimmt, oder? Ja, easy, guck mal. Alles klar. Barde, wie sieht's bei dir aus? Pacen wir die Zeit mal wieder, damit das hier auch vorangeht. Holen wir den Guten wieder ran. Alles klar. Sim, bei dir läuft. Double, bei dir läuft. Okay. So, dann können wir gewissermaßen auch wieder sagen, Dr. Swift, du kannst hier erstmal wieder weg. Und übernimmst das hier, während Double sich wieder ausschließlich um die Kettenrüstungsschablonen kümmert. Obwohl, macht das gerade Sinn? Ich meine, jetzt sind hier halt gerade nur Takao und Inu am Start. Entsprechend wird einfach keine produziert. Da die höhere Stahlraffinerie zu haben, die das automatisch macht, wäre natürlich auch noch super geil, ne? Stahlbarren 2, da brauchen wir auch uralte wissenschaftliche Abhandlungen. Das wäre natürlich mal noch eine Idee, ne? Das wäre natürlich mal noch eine Idee. Solange macht das hier nämlich wenig Sinn. Ja, komm. Double, wir machen das doch wieder andersrum. Du machst hier auch weiter. Ja, genau. Und Dr. Swift, du machst erstmal ein bisschen Leder-Action, ne? Genau. Kannst ruhig mal wieder ein bisschen ledern. Dabei wird auch Rüstungsschmiede gelernt und Leder ist auch, ne? Wer weiß. Hier und da noch Leute ein bisschen leichter berüsten, werden wir definitiv hier und da auch noch tun. In dem Sinne passt das. So, ihr könnt wieder nach, was weiß ich, da oben latschen. Perfekt. Ja, wird eine super spannende Episode, sage ich euch, wie es ist. 17 Minuten? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nichts habe ich gemacht, sage ich euch. Gar nichts. Ach, Kenshi. Wohin nur mit Zeit? Wohin nur mit Zeit, ne? Es ist echt verrückt. Ich würde das stellenweise echt gerne irgendwie so ein bisschen klarer für euch in Worte fassen können, wie bodenlos ich Kenshi als Zeitmaschine empfinde. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich das einfach erkläre, nimmt mir das niemand so hart ab. Ne? Ich weiß nicht, ob man Kenshi dafür gezockt haben muss, damit man das bemerkt. Sehr generell häufig so in Spielen, wo du halt so permanent beschäftigt bist irgendwie, und das bist du in Kenshi definitiv, kriegst dennoch keine Meisterwerkshelme, ne? Also das ist doch mittlerweile echt ein Witz. Mittlerweile ist ja ewig keiner mehr dabei. 21% Chance. Ne? Aber ja, es ist, was soll ich euch sagen? Es ist einfach irre. Für mich fühlt sich das immer wieder so heftig an, wenn ich dann so nach einer gefühlt kleinen Weile mal wieder gucke, ah, läuft hier noch alles drüben, ne? Beim Aufnahmeprogramm. Und dann siehst du da so 20 Minuten, obwohl du erst eine Minute gespielt hast. Ja, einfach toll. Oh Mann, ey. Oh Mann. Wisst ihr, auf was ich mich richtig freue? Morgen geht Gothic 3 an den Start und darauf habe ich richtig Bock. Na, darauf habe ich richtig Bock. Wieder bei Gothic reinzustarten, da sehe ich mich hart. Das wird richtig cool. Und dann gerade so meine beiden absoluten Favorite-Titel zu spielen. Einfach so den Winter durchgrinden mit Gothic und Kenshi, ne? Und dann kommt im Frühjahr ja schon, ne? 11. Februar 2025, Warhorse Studios mit Kingdom Come Deliverance 2 an den Start. Leute, es wird ein Träumchen, ohne Witz.
Dann habe ich gesehen, dass das neue Monster Hunter Wild, glaube ich, auch für Februar nächsten Jahres angesagt wurde. Allerdings muss ich sagen, dass ich, was die Monster Hunter-Reihe betrifft, die letzten Titel über ein bisschen skeptisch geworden bin. Da werde ich erstmal schauen, ob ich da nochmal reinfinde. Ne? Das wird sich zeigen. Ich glaube, das ist gewissermaßen irgendwo auch ein Relikt aus meiner Vergangenheit. Und damals war das einfach noch ein bisschen anders, zwecks wie schwierig das ist, dass du nicht online einfach irgendwo reingehen kannst, wenn überhaupt noch einen Hit landest oder den letzten Hit oder gar keine Hits und trotzdem die Belohnung bekommst, ne? Hat einfach was an der Grind-Politik geändert. Ich verstehe, warum auch die mit ihren Spielen zugänglicher werden wollen, wie das ja gewissermaßen beispielsweise auch, hier, wie heißen sie? Ach, ihr wisst, was ich meine. Elden Ring ist auch zugänglicher in gewisser Art und Weise, als das die restliche Souls-Reihe ist. Na? Ich verstehe, warum Spiele das machen. Manchen gelingt das besser, manchen schlechter. Elden Ring in dem Fall würde ich behaupten besser, auch wenn ich selber nicht gespielt habe. Aber von dem, was ich so höre, wird ja schon bodenlos gefeiert. Und auch gewissermaßen absolut zu Recht, wie ich das so lese. Na? Aber ja, ich finde, bei Capcom ist so ein bisschen geworden, die haben schon coole neue Sachen reingebracht. Manche Waffen, die eh schon immer viel Liebe erhalten haben, haben noch mehr Liebe erhalten. Andere Waffen sind nach wie vor einfach ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ich bin echt gespannt, was sie bei Wild so reinbringen, wo ich vielleicht mal wieder sagen würde, ja geil. Na, das ist halt für mich so ein Titel, den haben wir früher auf der PlayStation Portable gezockt. Ein paar Kumpels und ich. Das war halt einfach geil, ne? Da hast du dich zusammen getroffen. Wir haben wirklich versucht, irgendwie das dann alles hinzubekommen, uns gegenseitig zu helfen, Rüstungen hochzugrinden. Ich weiß noch, wie ich damals die ersten Male am Ketsu verzweifelt bin, weil der einfach eine Attacke drauf hatte, die dich gewone-hittet hat, auch wenn du die beste Rüstung zu dem Zeitpunkt hattest. Das hat sich einfach ein bisschen verändert, ne? Also ich mochte das, dass das früher super schwierig war. Dass man sich richtig was drauf einbilden konnte, wenn man diese Rüstung hatte oder so, ne? Das finde ich ist ein bisschen, das hat sich ein bisschen verändert. Jetzt sind hier und da, zumindest in Rise war das so, waren es diese Talismane, wo du irgendwie 1 zu Quadrillionen Chance hast, dass du den Talisman bekommst, den du haben willst, mit den Slots, die du brauchst, ne, und so weiter und so fort. Und das war dann irgendwann so ein Grind ins Nichts, ne. Diesen Narva, diesen Donnerdrache da habe ich, was weiß ich, wie viele hunderte Male gemacht. Irgendwann hatte ich mal echt einen ganz guten Talisman, aber geht immer besser. Und solange das so ist, aber der Grind sich nicht belohnend anfühlt und das Ganze irgendwie nicht mehr viel mit, ja, ich grinde und es ist schwierig, ne? Nee, Narva ist ein Witz gewesen, wenn du den drauf hast. Klar, irgendwann hast du die Movesets halt auch einfach drauf und machst das quasi nach Schema F, ne? Aber es hat sich für mich dann irgendwann einfach nicht mehr so nice angefühlt. Vielleicht ist da für mich einfach auch ein bisschen zu viel kindliche Nostalgie mit drin bei Monster Hunter, das kann schon sein. World war ich damals mega hyped, weil PC, fand's dann aber viel zu leicht. Na, also, ja, weiß nicht. Bin jetzt echt gespannt. Vielleicht machen sie mit Wilds ja ein paar neue Sachen, wo man denkt, geil, da sehe ich mich, ne? Wer weiß, wer weiß. Hoffnung ist da, zu große Hoffnung ist es allerdings irgendwo nicht. Kingdom Come Deliverance 2, da fällt es mir schon schwierig, mich zu zügeln, muss ich ehrlich sagen. Also, da habe ich so Bock drauf. Da, oh, da ist mal wieder ein Meisterwerk rausgeploppt. Ja, das ist doch klasse. Bombingham. Alter, Haudegen. Ach stimmt, du hast ja einen Eimer, Suki, ein Meisterwerk. Niglish hat schon ein Meisterwerk. Hammett hat jetzt sein Meisterwerk. Damit sind wir mit den Helmen durch. Geil. Hammett, hier, gönn dir mal. Kannst austauschen, genau. Den hier da reinpacken. Helme sind jetzt erstmal egal. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir hier erstmal gar nichts. Na? Wir machen da erstmal gar nichts. Jetzt werden erstmal nur solche Hemden geregelt, denn die braucht ja eigentlich quasi jeder. Plus, die können wir auch hier diesen Leuten anziehen. Vielleicht auch irgendwann unserer Heimelig-Crew. Müssen wir mal schauen, denn die sind meiner Meinung nach echt eine Lebensversicherung. Stark. Unsere Leute beginnen zu hungern. Das drückt die Stärke weiter in den Keller. Damit steigt die Überlastung wiederum und Stärke levelt sich dann schneller. Ich will gerade mal gucken. Ja, ist noch bei keinem irgendwie dringend oder so. Die sollen hier mal ein bisschen hungern. Das tut ihnen gut, wenn die auch mal dieses Szenario, diese Phase im Leben durchgemacht haben. Ah, ich habe gerade auch ein bisschen Hunger. Nein, Quatsch. Ich glaube, gehungert habe ich wirklich noch nie. Also so richtig gehungert. Nee, nee. Obwohl. In Indien hatte ich einmal
eine Lebensmittelvergiftung, als ich auswärts bei einer Familie, bei der ich eingeladen war, mitgegessen habe. Und die Nacht war echt hart, Leute. Ich sag's euch, ne? Das ist, wenn du ein großes Geschäft verrichtest, aber das einfach nur Flüssigkeit ist. Also verzeiht, ne? Ganz weirdes Thema, aber Digga, das war also so hart, mein Magen verdorben, habe ich mir davor und danach nie wieder, zumindest nicht in der Zeit, seit ich das irgendwie erinnern kann, ne? Alter, und da die nächsten Tage dann was zu essen, hat mich so angewidert, ne? Also generell irgendwie der Gedanke an Essen, da hatte ich es echt ein bisschen schwer. Da war es halt auch so warm, ne? Da hatte es, glaube ich, gerade so, ja, was weiß ich, Ende 30, Anfang 40 Grad bei über 90% Luftfeuchtigkeit. Da habe ich, glaube ich, wirklich so, ja, mich quasi komplett entleert und dann so anderthalb Tage nichts gegessen, außer hier und da irgendwie so ein Stück Brot, ne? Also so einfach so, man kann das noch, das ein Wecken zu nennen wäre übertrieben. Wisst ihr, wie ich meine? Es war schon eher so, ja, so ein Stück Brot. Da hatte ich schon echt Hunger. Also als es mir da wieder besser ging, hatte ich richtig, richtig Hunger. Das war nicht so, dein Magen knurrt halt mal, ne? Aber ich würde auch behaupten, mit Hungern hat das halt noch nichts zu tun. Ich meine, wie lange packst du ohne Essen? Das geht schon ziemlich lang, ne? Ohne Flüssigkeit ganz andere Sache, aber ohne Essen kann man schon mal ein bisschen überleben. So ist es ja nicht. Aber da hatte ich dann wirklich, ne, da hatte ich schon gut Hunger. Aber klar, wissen wir, glaube ich, alle Bescheid. Vom Hungern ist das sicherlich noch weit entfernt. Da war noch kein aufgeblähter Bauch zu sehen, nicht mal ein Ansatz davon. Wissen wir alle Bescheid. Das ist eine ganz wilde Thematik, ne. Ah ja, ja, also klar, man wurde viel damit konfrontiert. Ich habe vor Ort so viel Hunger erleben dürfen, ne, wie davor in meinem Leben noch nie. Ich meine, hier kriegt man das ja nicht so viel mit. Das ist ein Privileg, das sollte man schon schätzen. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu schätzen, wenn man die Kehrseite nie erlebt hat, ne. Ja, also versteht mich nicht falsch, ich wollte hier nicht irgendwie anmaßend klingen im Sinne von, oh ja, auch schon mal gehungert. Nee, nee, definitiv nicht. Also nicht auf die Tour, was man, ich sag mal, unter solchen Umständen darunter verstehen würde. Ja, aber das war meine nächste Erfahrung auf jeden Fall. Come on. Ah, schade. Na, wer kann sich das denn reinlöten? Takao, wie sieht's da aus? Experte Griffin, Experte Sim, Experte Heimelig. Man muss jetzt halt dazu sagen, ne, ganz so lore-konform finde ich es nicht, wenn die keine Hemden anhaben. In dem Sinne kriegt die jetzt halt ein geschwärztes Kettenhemd, ne. Vielleicht machen wir denen irgendwann mal so Leder-Rollkrägen. Weil, ne, ja, okay, so eine Dame, die dann halt Chainmail anhat, weiß ich jetzt nicht, ne. Aber bevor sie jetzt halt übergangsweise, bevor sie so offen rumrennen, würde ich sagen, sollen die sich gefährlichst mal bedecken hier. Na, also Dadan, Double und Dr. Swift können da auf jeden Fall auch noch was haben. Aber da stellen wir denen irgendwann mal einen Lederrollkragen hin, weil da bin ich voll bei euch, falls da jemand von euch sagen würde, hä, wie jetzt hier? Na, also die brauchen dann irgendwie, müssen wir mal gucken. Das machen wir vermutlich am Schneidertisch, oder? Hier irgendwie so, was weiß ich, Rollkragen. Ja, einfach einen Rollkragen. Schützt halt null. Na, vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie so ein Stoffhemd. I don't know. Halbhose. Gibt's da irgendwas? Lumpen, Lendenschutz, Lumpenhemd. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Das hat wenigstens Prozente. Das würde ich dann schon mitnehmen irgendwie. Schwarzes Stoffhemd. Nee, okay. Lumpenhemd. Ja, dann wäre es wahrscheinlich das Lumpenhemd. Machen wir da irgendwann mal ein Lumpenhemd, ne? Kriegen die so ein Lumpenhemd reingelötet. Das kann bestimmt nicht schaden. Die Stärke sinkt weiter gen Keller. Das ist klasse. Auch sehr schön, dass der Barde hier den größten Hungerstand jetzt verspürt. Denn den haben wir ja gewissermaßen auch immer im Blick, wenn wir hier der Strategie so nachgehen mit dem Training, wie wir das gerade machen. Genau. Ja, die müssen schon noch eine Weile knechten hier. Das ist ganz klar. Das ist absolut klar. Muss auch echt sagen, der Außenposten hier gefällt mir super gut. Na, der ist echt kompakt. Das holt mich ab. Ist mittlerweile hier so ein kleines Häuschen. Na, ist doch ganz schön. Also hier sowas, so ein Emblem haben wir. Vielleicht werden wir irgendwann das und das hier könnten wir auch noch werden. Aber ich denke mal, da bräuchten wir dann vermutlich auch eine Mauer oder so. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie genau sich dieses Emblem wann verändert. Ne? Manchmal wechselt das auch, während sich im Außenposten quasi nichts verändert. Zumindest hatte ich schon ab und zu das Gefühl.
dass ich schon mal so eine Burg war und dann auf einmal wieder so ein gekreuztes Schwerterdinger werde, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Also wenn da jemand von euch weiß, wie genau da die Wirkweise ist, wann das welches Emblem triggert, gerne in die Comments damit. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe Vermutungen, ne, die ich bestimmt auch hier und da, ich sag mal, ein bisschen belegen könnte anhand einzelner Tatsachen, die ich so erlebt habe. Aber festlegen würde ich mich nicht wollen. Ne? Da gewissermaßen immer ein bisschen offen steht, lag es jetzt daran, dass ich das hier abgebaut habe oder lag es daran, dass ich das hier aufgebaut habe? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Habe ich jetzt auch nie zu krass drauf geachtet, dass halt gewissermaßen auch einfach irgendwo relativ egal ist. Ne? Also das muss man schon dazu sagen. So, ja, die sind unterwegs, Leute. Ein bisschen Stärke grinden. Ne? Wie steht's denn hier? Ja, das kann noch eine Weile, ne? Das ist doch klasse. Das ist doch spitze. Ja, und sobald die wieder fertig sind, wie steht's denn hier? Packen die ja ihr Eisen wieder da rein. Und dann wäre echt die Überlegung, wer macht hier was, während wir unterwegs sind. Denn während alle unterwegs sind, müsste quasi eigentlich eine Double sowohl das hier als auch das hier übernehmen. Ne, Swift müsste eigentlich hier arbeiten. Irgendjemand anders müsste das hier machen. Wir brauchen einfach mehr Leute. Na, also gerade wenn unser 6er-Squad unterwegs ist, brauchen wir einfach mehr Leute noch. Das muss die nächste Mission sein. Ich würde sagen, wir checken aus. Wir fangen einmal Ärger mit den Drachen-Ninja-Genens an. Einfach, weil ich da Bock drauf habe, mal wieder ein bisschen Action zu erleben. Uns auch einfach ein bisschen mehr mit denen zu verfeinden. Vielleicht auch, dass die uns Raids schicken oder so. Wäre cool, wie ich finde. Da in der Nähe, also irgendwo hier oder so vielleicht. Oder da einen kleinen Außenposten hinbauen. Let's go. Man könnte dann auch mal nochmal diesen Wegpunkt abchecken. Vielleicht können wir da doch noch jemanden rekrutieren. Und dann würde ich eigentlich super gerne mal, ja, Richtung Osten aufbrechen. Denn ich glaube, hier haben wir an und für sich die größte Chance, menschliche, weiße, im Idealfall männliche Charakter überhaupt zu finden. Na? Dann sind super wichtige Opponenten unserer Story auch noch hier irgendwo, glaube ich, oder? Floatsome Ninjas waren, glaube ich, da irgendwo. Das wird auch noch cool. Ja, genau. Wir könnten auch vielleicht nochmal in den Sumpf oder hier unten gucken. Das ist halt alles gewissermaßen durch eine Fraktion geschultert. Na, auch hier könnte man noch relativ viel abchecken. Mit der wir eigentlich, wenn wir lore-konform spielen, nicht interagieren würden. Aber wie gesagt, solange wir nicht mit der Holy Nation verbündet sind, können wir uns das noch erlauben. Und ich glaube, solange müssen wir das fast mitnehmen. Sonst kriegen wir nicht die Squad-Größe, die wir gerne hätten. Und habt ihr was zu meckern, zwecks Frauen oder so? Nee, stark. Klasse, ne? Muss man ja auch mal, darf man sich ja auch einfach mal drüber freuen. So, guck mal, Griffin, du darfst mal an die hier und ich hoffe, du gehst dann nicht an die da dran, sondern wirklich auch an die hier, ne? Wenn du nämlich an die andere gehst, müssen wir die entweder nochmal abreißen. Ja, nee, genau, das klappt. So, und jetzt sag mal, Griffin, wie steht's denn hier oben? Schaut mal, Höhe 27, Höhenbonus 45%, ne? Zusätzliche Bonus auf Reichweite, Geschwindigkeit und Stärke aufgrund des Höhenunterschieds von 27 Meter zum letzten Ziel. Alles klar. Schaut, das wackelt jetzt hier und da. Wisst ihr, wie ich meine, das ändert sich jetzt hier und da so? Why? Hör zu, was sagst du dazu? Weiß nicht, Leute. Wir können uns gerne schlagen, na, aber wir sind gerade alle ein bisschen überlastet. Der Little Orkron regelt das aber bestimmt, oder? Ach, die regeln das auch so alle. Ja, guck mal, Griffin, jetzt könntest du zum Beispiel tatsächlich an den hier. Ja, und von da so ein bisschen reinschießen, ne? Oh. Also wenn er da gescheit treffen würde auf die Distanz, wäre das schon insane. Die macht ja ein witziges Geräusch, wenn die sich so bewegt. Oh, wo schießt er jetzt hin? Auf Dr. Swift. Ah, da kommt wahrscheinlich gerade schon jemand den Turm hochgerannt. Kann das sein? Vermutlich, ja. So wie er da einlenkt, ziemlich sicher kommt da jemand gerade den Turm hochgerannt. Ist aber okay, solange du dabei was lernst. Tust du das? Wie sieht's denn hier aus? Ja, guck mal, da kommt jemand. Checkt's aber nicht. Ja, sind so Problemchen, die Kenshi hier und da halt hat, ne?
was soll man da sagen? Das ist schon manchmal ein bisschen nervig. Also, ich werde es überleben, ja. Ich gehe mal stark davon aus, Bade, wir müssen weiter, ne? So, jetzt folgen die alle nicht mehr. Genau, ihr alle plus Heiliges Werk, Lil Orcran, ihr folgt dem Barden. Wo ist er? Da. Folgen. Genau, gönnt euch. Okay, jetzt wird wieder geschossen. Aber wohin? Griffin, wie sieht's aus? Shootest du auch, oder? Ja, er schießt schon ab und... Oh. Ja, der saftet gut, ne? Könnte aber nochmal aufstehen, so ist es nicht. Aber wahrscheinlich verbluten, ja. Der verblutet. Tja, well, ne? So sieht's halt aus ab und zu. Wenn man sich mit unserer Crew anlegt, ist auch irgendwann relativ schnell Schicht im Schacht hier. So, guckt mal, hier mittlerweile der Hunger. Seht ihr, 64% minus auf die Stärke. Ich glaube, wir sind auch stärketechnisch quasi durch mittlerweile, oder? Es sieht schon so aus, als hätten wir hier ganz gut was gerissen. Wenn wir jetzt nur vom Bade mal ausgehen, das sind auf jeden Fall 40, was er da hat. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen noch ein kleines bisschen durch, oder? Nehmen wir doch hier mal die Episode mit, dann kann ich die genau so nennen. Stärke-Grind, und es passiert auch genau das. Stärke-Grind, ne? Und dann denke ich mal, es ist gewissermaßen über euch überlassen, ob ihr euch das reinziehen wollt oder nicht. Ist mir vollkommen klar, dass solche Episoden nicht unbedingt die interessantesten sind, ne? Aber es gehört halt dazu, was soll ich euch sagen. Super wichtig, dass die nächsten Episoden umso spannender werden können, ne? Und umso besser für uns laufen. Wir sind immer noch ein kleines Squad. Mit 6 Leuten gehst du eigentlich nicht großartig gegen eine ganze Fraktion vor, ne? Und das ist es basically, was wir vorhaben als nächstes. Oder ich nenn's mal eine Gang, aber das sind schon... Wenn ich es jetzt schätzen müsste, 40, 50 Leute oder so, dazu 6 reinstapfen, well, na, kann man machen, muss man aber nicht. Ich hätte auch gerne eine größere Crew, aber ich meine, ihr habt es ja selber mitbekommen, die letzten Episoden. Hier in der Holy Nation Region großartig zu rekrutieren, ist eben einfach nicht mehr. Und ich finde, bevor wir dann auf Mods zurückgreifen, wie gesagt, gehen wir den Weg, dass wir sagen, hey, wir gucken halt auch in den anderen Gebieten, mit denen die Holy Nation eigentlich nichts zu schaffen hat. Aber, na, solange wir nicht mit denen verbündet sind, können wir ja gewissermaßen sagen, hey, wir sind da auf Missionierung unterwegs. Und ich glaube, genauso werden wir es auch handhaben. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. So, mein lieber Barde, dann würde ich sagen, kommst du... Warnung, Banditenüberfall bewegt sich auf Feuer zu. Ist dem so? Welcher denn? Okay, in dem Fall kommt ihr alle heim, esst was und heilt euch hoch. Ich hoffe, die kommen rechtzeitig vom Hunger wieder runter, denn das sind genau die Leute, mit denen wir Stress wollen. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Und da wäre es ja mal cool, einen Einblick davon zu erhalten, wie und ob wir gegen die klarkommen können, Stand jetzt. Vielleicht müssen wir auch echt noch eine Stadtmauer ziehen, bevor wir uns hier verpissen. Mit unserem Squad, ne? Denn ich muss euch ehrlich sagen, diese 9 Leute zurückzulassen, könnte schon gefährlich werden hier und da, ne? Also könnte schon einfach gefährlich werden. So, kommt mal hierher und holt euch was zu snacken. So, Bardili. Ja. Zieh mal einen Rucksack an und hau hier mal rein. Easy. Generatorkern kann da rein. Klasse, Rucksack wieder aus. So, das ziehen wir schnell bei allen durch und dann gucken wir uns gleich mal die Stats an, was wir so gelevelt haben, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da kam durchaus einiges bei rum. Und für den Anfang passt das jetzt erstmal so. Ja, ist ja nicht so, dass die unterwegs gar keine Stärke leveln. Das ist ja, ne, alles andere ist der Fall. Die nehmen ja auch unterwegs ein bisschen was mit. So ist es nicht. Aber mir war es jetzt gewissermaßen wichtig, das einmal ein bisschen schneller zu befördern. Einfach, wie gesagt, damit wir danach uns wieder auf... andere Sachen konzentrieren können. Na, das wäre schon cool. Ah ja, stimmt, hier bei Partei hatten wir es ja auch schon geregelt. Niklisch, guck mal. Gönn dir mal hier. So, na, oh, das ist, wir brauchen das hier. Rein damit. Dann hier einmal ablegen. Rucksack abnehmen. Hammett, gönn dir. Kannst hier ablegen. Ah, das ist schon voll. Okay, wow, dann haben die da gut gegrindet in der Zeit, ne? Jetzt haben wir gerade mal richtig Eisen am Start. Das ist doch auch mal schön. So, genau, dann chillt mal alle ein bisschen und jetzt gucken wir mal nach, ne?
Also hier 43er Stärke bei Barde. Sind wir hochgegrindet von 27, ne? Das ist sehr schön. Bei Bataille sind wir von 32 auf 46. Das ist ziemlich geil, ne? Ging doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Bei Bombingham sind wir von 35 auf 48. Bei Niglish sind wir von 34 auf 47. Und bei Hammett von 18 auf 38. Geilon. Das passt. Na, genau das erreicht, was wir erreichen wollten. So, meine Lieben, ihr könnt wieder machen, was ihr wollt. Na, ich würde behaupten, ihr legt vor allem erstmal eure Leute ab. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig, damit ihr gleich so gut performen könnt, wie ihr das eben könnt. So, Tai, genau, und Bade. Legt mal alle ab. Klasse. So, dann Bade. Leg mal hier los. Bataille, leg mal hier los. Bombingham, leg mal hier los. Und mach zeitgleich auch noch den hier. Niglish. Kannst hier ein bisschen reinhacken. Hammett, du kommst natürlich wieder an deinen Geschützturm, ne? Geschützturm. Ah, hat er eh. Ja, dann passt das. Ah, stimmt, er war ja hier, genau. Das passt auch. Obwohl ich dann, glaube ich, den hier fast besser finde. Ja, nee. Schenken sich, glaube ich, nicht sonderlich viel. Das ist okay. So, ja. Hunger läuft zunehmend, ne? Bade, du kannst dir direkt mal, fällt mir gerade auf, ein bisschen was ins Inventory nehmen, einfach, dass es dann auch schnell geht, ne? Bataille, you do the same. Bombingham, ich weiß nicht, wahrscheinlich geben die es jetzt direkt wieder ab. Na, das könnte sein, dass sie sagen, hey, ich bringe das wieder zurück ins Lager, aber vielleicht gönnen sie sich ja auch. Wir gucken jetzt einfach mal. Either each wäre okay, die holen sich das schon, wenn die Hunger haben. Ja, Bombingham hat es direkt wieder abgelegt, oder? Ja, aber ist okay. Das ist okay. Bombingham, du kannst schon mal den Rucksack anziehen. Ihr könnt das wegen mir eigentlich alle wieder machen und ihn dann wieder ausziehen, wenn wir wirklich im Kampf sind, ne? Ja, die werden jetzt nicht wieder ganz fit sein, zwecks Hunger, bis die Gegner hier ankommen, ne? Gefährlicher Ort für einen Außenposten. Liebe Drachen-Ninja-Genens, hier so ein kleines Kriegsherr Ratili, ne? Durchaus auch viele, was sind das? 20, 25 Leute, würde ich behaupten, oder? Bettelt gerade dazu danach, ausgenommen und geplündert zu werden, was? Wäre unhöflich, sie nicht zu überfallen. Ja, ja, klar, redet euch das nur ein. Das Tag 69 ist D-Day, Leute, ne? Durchsucht den Laden. Ja, wenn ihr meint, ne? Könnt ihr, was soll ich euch sagen, könnt ihr gerne versuchen? Nehmen wir Griffin noch so mit? Safe, oder? Safe. Ja, Griffin, komm du auch mal mit. Macht so lange die Aufgaben alle wieder aus, ne? Und dann ist die Frage, wo landen die? Wir werden es gleich sehen. Da kommen unsere Gegner reingebrettert, Leute. Ja, ja, von wo kommt ihr? Von hier vermutlich, ne? Ja, da, wo der Wasserweg am kürzesten ist, weil ihr keine Lust habt zu schwimmen. Das heißt, hier wird die Schlacht entbrennen. Oh. Wieso habe ich Hammett? Ah, Hammett, ja genau. Hammett haben wir auch dabei, klar. Ich war gerade kurz verwirrt. Habe gerade kurz Hammett mit Griffin verwechselt irgendwie. Warum auch immer. So, genau. Zieht schön eure Rucksäcke aus. Ich glaube, der Pö hat auch einen an. Ne? Den kann er auch ausziehen. Denn das wird eine knappe Kiste hier. Versteht mich nicht falsch. Die können schon was. Die sind halt schnell. Das ist quasi... Dadurch, dass sie in Überzahl sind, sind die genau unser Counter, wenn man so will. Das kann man leider gar nicht anders sagen. Alle angreifen. Ja, ja, genau. Erstmal rausholen hier die Leute. Ja, schön reinklöppeln. Und was durchsucht ihr? Wollt ihr so ein bisschen unseren Stuff mitnehmen? Ja, alles an Nahrung leer geplündert. Little Orkran, Dr. Swift. Eigentlich finde ich es nicht so cool, wenn ihr da drin mitprügelt. Dadan wird hier alleine verhauen, während da lauter Leute stehen, die nichts machen. Ja, genau, Bombingham. Slide da mal rein. Slide da mal richtig rein hier, ne? Was ist denn da mit dem Rest los? Ja, genau, box da mal. Die scheinen etwas verbuggt zu sein, ne? Das hatten wir in dem letzten Playthrough leider auch schon mal. Oi, 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 die machen gar nichts dagegen, dass sie hier komplett verprügelt werden.
Aber hey, soll uns erstmal recht sein. Die Schlacht entbrennt. Griffin am Crossbow in der Wohnung, ne? Aber direkt hier schon, wisst ihr, wie ich meine. Auf dem Bein steht er nicht mehr sonderlich gut. Man ist hier gerade ganz schön durcheinander, das kann man gar nicht anders sagen, ne? Vor allem, weil die hier halt offensichtlich keinen Bock haben und der Bombingham hier gerade wahrscheinlich Nahkampfangriffe sein Urgroß levelt, ne? Wenn er da immer so viele trifft, wenn er reinhaut. Ja, ja, da steigt das schnell. Sehr schön. Ja, aber Tai, du darfst da gerne auch mitmachen. Ja, hack da ruhig alle weg. Hack da ruhig alle weg. Da dann, wie sieht's bei dir aus? Du kommst wieder einigermaßen klar. Dr. Swift, unser Doktor, liegt am Boden. Das ist natürlich immer eher ungünstig, ne? Aber wäre mir jetzt zu doof gewesen, die da rauszunehmen. Niklas, wie sieht's bei dir aus? Du kommst ja offensichtlich nicht klar. Greif mal den hier an. Greif mal den hier an. Greif einfach mal die Leute da an hier, ne? Verstehe auch nicht ganz, warum die keinen Bock haben. Sollen wir die mal alle einzeln anklicken, dass die sich da ein bisschen rausbequemen? Das sehen die halt irgendwie nicht ein, ne? Warnung, Banditenforderung bewegt sich auf Feuer zu. Ja, klar. So, Pyr, wo bist du denn? Ah, ich verstehe, du machst ihn hier. Das macht keinen Sinn. Greif mal den da an, ne? Ja, genau. Muss da ein bisschen reinschänden. Barde down. Spannend. Partei. Zusammen mit Leuten draußen. Ja, das war natürlich eher ein hässliches Gemetzel hier. Auch einfach von der Art und Weise, wie es stattgefunden hat. Aber die haben wir gut auseinandergenommen. Natürlich auch, weil die halt einfach nichts gemacht haben, ne? War jetzt nicht unbedingt die beste Impression davon, wie gut wir gegen die klarkommen würden. Jetzt prügelst du gegen welche, die da draußen stehen. Junge, Junge, was ist denn mit ihnen los? Pyr, komm mal hier raus, bitte. Und schlag dich da mit den Leuten, die da stehen, ne? Kann doch hier nicht angehen, dass die da einfach dumm rumkacken. Eben. Ja, seht ihr, die sind noch gut schnell, ne? Ja, ja. Gegen die durchzukommen ist nicht easy. Ja, wenn wir hitten, hitten wir. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Kommen aber auch verteidigungstechnisch ganz gut hinterher eigentlich in den meisten Fällen, ne? Stark, der wird richtig durchgenommen hier, ne? Der kriegt die Hits. Hau noch einen Fertile rein. Ja, eben. Autsch. Na, Barde quasi auch ein Katana. Der kann mit denen richtig relaten. Wie hat das Barde gerade nicht getroffen? Der stand ja wohl mittendrin. Ohne einen aufrechten Block und so. Ja, da stehen die ersten wieder auf. Manche von denen krabbeln weg. Bombingham, das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Wie behutsam sie sich dann immer auf die am Boden liegenden zubewegen. Ist einfach herrlich, ne? Ja, ja. So schmeckt der Sieg. So sieht's aus, Leute. So schmeckt nämlich der Sieg, ne? So, und wo ist Banditen-Rattenforderung, ne? Ja, hier liegen einige Gliedmaßen rum. Nicht nur dir wurde dein Bein abgetrennt. Stark. Hat hier oben jemand gut performen können? Nicht wirklich, ne? Sind alle runter in Nahkampf oder gewissermaßen verwickelt worden. Banditenüberfall. Und jetzt kommen nochmal welche. Ja, klasse. Das ist echt nice eigentlich, ne? Geht's irgendjemandem richtig schlecht? Eigentlich nicht wirklich, oder? Wir sind eher hungrig. Manche noch nicht verarztet. Dr. Swift ist wieder fit, wie es aussieht. Dardan ist ein bisschen bewusstlos und so, ne? Bombingham, knall die Gute mal ins Bett, ne? So, dann könnt ihr alle schon mal ebenfalls ins Bett. Pöh, knall dich mal hin. Barde, du solltest dringend, ne? Was ein Schlamassel. Ach, die folgen immer noch den Barden, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ja, Barde, dann hau dich da gerne mal rein, ne? Wer ist da jetzt am Start? Ah, verstehe. Du mischst hier unsere Modest Workers auf. Das geht natürlich nicht, ne? Dr. Swift, wir tun sie doch wieder aufhalten. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Wenn sie da jedes Mal bewusstlos im Dreck liegt. Obwohl sie eigentlich heilen sollte, ne? Ja, ja. Wir müssten auch mal mehr Betten bauen jetzt, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Innenräume, Bett.
Das geht jetzt wahrscheinlich hier genau nicht, ne? Weil... Ah, doch, geht. Guck mal. Jetzt gedacht, die liegen da im Weg. So, ich habe hier immer ganz gerne zwei Männchen, die klappen. Einfach, weil sonst gerne irgendein Quatsch passiert. Nennen wir es einfach so. So, dann machen wir hier noch welche rein, oder? Doch, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie machen wir das? Hier würde ich nämlich eigentlich ganz gerne auch Gefangenschaft regeln, wie ich ja schon gesagt hatte. Na, aber nochmal Betten da zu haben, einfach auch wichtig. Gern beide grün, ja, klasse. Sonst hat man echt immer wieder Probleme, wisst ihr, wie ich meine, dass die da stuck sind, nicht gut aus ihrem Bett kommen. Da habe ich schon die wildesten Geschichten erlebt, sage ich euch, wie es ist. So, Pö, bau das mal alles auf, sobald du wieder fit bist. Das passt auf jeden Fall bei dir. Kannst direkt mal loslegen, hier noch so ein paar Leute mitnehmen. Ne? Die brauchen die Hiebe, glaub mir. Die brauchen die Hiebe. Partei, warum trägst du noch jemanden? Ah, das ist Dr. Swift. Ja, genau, bring die mal ins Bett. Das ist absolut richtig so. So machen wir das hier, ne? So haben wir es immer gemacht. Wer ist denn super verletzt? So, dass eine doofe Wunde ist. Hammond könnte man... Ja, kommt, wir schicken mal Niklisch noch ins Bett erstmal. Alles klar. Was geht denn hier ab? Haben wir das hinbekommen? Ja... Ja, na, passt schon. Ist okay. Alles klar, stark. Das lief doch erstmal gut, würde ich behaupten, oder? Nur ein, wie bitte? Nur ein Kratzer. Was hast du da gerade gesagt? Nur ein Kratzer, halb so wild, ja eben, ne? Denke ich doch auch. So, die Drachen-Ninja-Genins wurden gut zerlegt. Aber wie gesagt, ne? Der Hauptteil da drin hat sich halt auch einfach prügeln lassen. Das ist natürlich Quatsch. Little Orcran, immer noch Teenager. Du kannst gerade eigentlich niemandem wirklich folgen, ne? Da Dardan wahrscheinlich bewusstlos ist. Oder wie sieht's da aus? Ne, Dardan ist wieder fit. Dann kannst Dardan auch folgen. Guck mal. Leibwächter. Stark. So, dann können direkt noch ein paar Leute ins Bett. Ty, Bombingham, rein da mit euch. Ja, und Hammett sollte dann bei Zeiten auch noch ins Bett, ne? Klare Sache. Wieder deine Aufgaben an, beziehungsweise könnt ihr alle anmachen. Griffin, auch du. Hau rein, ne? So, und Pö, du bist eigentlich echt fit, würde ich behaupten. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal hier die ganzen Sachen aufbauen, ne? Das wäre eigentlich noch relativ nice. Machst du das oder siehst du das nicht ein? Siehst du es jetzt ein? Eben, leg mal los hier, ne? Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Die wollen es aber auch wissen, ne? Ja, unser armer Takao, was soll denn die? Ne? Ha! Ja, ne? Zerlegt wurden die. Zerlegt, sag ich euch. Zerlegt wurden die. So, dann hasseln wir hier schnell eine Weile durch. Hammett, du kannst derweilen eigentlich in das Bett hier rein. Genau, gönn dir mal gut, ne? Kommt raus, ihr jammernden Heulsusen. Direkt die nächsten da, Leute. Ich glaub's ja nicht, ne? Was ein Brett, was ein Brett. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Episode mit einem fetten Gemetzel, ne, mit einem dicken Handgemenge. Bisschen verletzte Leute, aber wird gut. Bis dahin wünsche ich euch was. Bleibt schön heilig, ne? Und dann wird nächstes Mal richtig geil. Heilig Metzeln, da sehe ich uns. Wird holy. Euer Pö, adieu.